Auch sie ist in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Marie-Therese Rihlin ist die Tochter der großen Maria Schell und Nichte von Maximilian Schell. Aber sie ist viel mehr als nur die Summe aller Künstler im Familienclan. Im Moment steht die Schauspielerin in München auf der Bühne, aber darüber hinaus hat sie schier unendlich viele Talente. Diese Frau passt in keine Schublade. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Revolutionärin, Hausfrau, Reiseleiterin, Eventmanagerin, eine echte von... Und sie ist ungeheuer heiß. Marie-Therese Rihlin hat sich gerade ein echtes Sahneschnittchen angelacht. Sehr hübsch und sehr jung. Süß, ne? Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Wenigstens auf der Bühne. Beim Komödiensommer im Gastgarten Siebenbrunnen München spielt Marie-Therese Rihlin in dem Stück Ungeheuer heiß eine Frau, die im Wellnessbereich eines Hotels nicht nur in der Sauna schwitzt. Das Dampfbad, da haben wir gar nicht gebraucht. Wir verschaffen Marie-Therese Rihlin eine Abkühlung und drehen mit ihr im Regen. Da will sie uns zeigen, was sie sonst noch drauf hat. Zum einen bin ich Autorin, ja, da meine Shells. Wie Frauen ticken, mein Bestseller, ja. Ein wichtiges Thema, können Männer auch Kanzlerinnen werden? Und meinst du, das geht? Nein. Die Tochter von Maria Schell, Nichte von Maximilian Schell und Ex-Frau von Franz Xaver Krötz hat vor 20 Jahren schon kämpferisch die Hausfrauenrevolution ausgerufen, veranstaltet Kulturevents in ihrer Heimatstadt Wasserburg und schenkt Frauen aller Kulturen Kinoerlebnisse. Kinofrauen aller Kulturen ist mein Charity-Programm und das ist für Kino für Frauen aller Kulturen, Religionen und Nationen einmal im Monat. Gratis? Marie-Therese Rihlin ist kreativ und mit 55 noch lange nicht am Ende ihrer vielen Berufe. Wenn man nicht nur von der Tischkante abbeißen will, dann muss man kreativ sein. Man kann gar nicht anders. Und so habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe Teneriffa-Reisen zum Beispiel erfunden. Erfunden nicht. Ich meine, Teneriffa gibt es schon lange und die Reisen gibt es auch schon lange. Aber meine Reisen werden sehr individuell sein und sehr anders. Im Dezember wird sie einer kleinen Reisegruppe wieder ihre Wahlheimat zeigen. Ja, Marie-Therese Rihlin muss Geld verdienen. Sie hat weder geerbt, noch ist sie reich geschieden. Wenn man so 55 ist und noch immer die Tochter von und die Ex-Frau von und die Nichte von ist, dann weiß man zwar, dass man eine echte von ist, aber man hat nichts davon. Frau Schellenberger. Weißel Kripo, Berchtesgaden, mein Beileid. In der Krimireihe Watzmann ermittelt hat Marie-Therese Rihlin Anfang dieses Jahres die Geliebte eines ermordeten Großwildjägers gespielt. Das Schauspielern geht mir so leicht von der Hand. Es macht mir einfach Spaß. Ja, ich bin gern vor der Kamera, ich lerne leicht meinen Text, ich finde es lustig. Ja, ich stehe auch gerne auf der Bühne, ja, Theater spielen. Ich habe 30 Jahre nicht Theater gespielt. Beruhig dich, sitz! Aber jetzt geht's wieder los mit Ungeheuer heiß beim Komödiensommer im Gastgarten Siebenbrunn in München. Marie-Therese Rihlin, das sind ungefähr 100 Frauen auf einmal. Eine von ihnen kann man bis zum 29. August auf der Bühne erleben.